Thomas Härtel ist neuer Präsident des Landessportbundes Berlin. Am Freitag wurde der bisherige Vizepräsident auf der LSB-Mitgliederversammlung im H4-Hotel mit überwältigender Mehrheit gewählt. Also ich habe große Freude. Ich habe seit 3 Jahren ja im Landessportbund mitgewirkt für den Bereich Infrastruktur. Und dass ich heute hier ein so hohes Vertrauen erhalten habe, das bestärkt mich in meiner Arbeit auch als Präsident des Landessportbundes. Vor uns stehen eine Menge Aufgaben und das ist nicht immer nur eine Belastung, sondern wenn man etwas erreichen kann, dann kann man sich auch darüber freuen. Und wenn man für die Verbände und Vereine im Berliner Sport etwas bewegt, dann ist es eine tolle Aufgabe, der ich mich dann auch stellen werde. Härtel folgt auf Klaus Böger, der nach rund 10 Jahren nicht mehr zur Wahl angetreten war. Böger wurde für seine Verdienste vom DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann mit der DOSB-Ehrennadel ausgezeichnet. Außerdem wurde er als LSB-Ehrenpräsident gewählt. Ich habe ja gesagt, das ist Wehmut, aber auch Freude. Ich werde halt in der Tat zukünftig weniger über den Sport reden und etwas mehr selbst Sport machen, wenn Sie so wollen, zurück dann zu einer Basis. Das ist auch gut, das mache ich auch gerne. Und ansonsten bleibe ich ein interessierter Mensch, auch am LSB. Das geht auch ganz gut weiter. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, betonte in seinem Grußwort nochmals die großen Verdienste von Böger. Unter anderem fallen das Projekt Berlin hat Talent und die Zukunftssicherung Sport, eine Fördervereinbarung mit dem Berliner Senat zur finanziellen Absicherung des Sports, in die Amtszeit von Böger. Das ist tatsächlich eine Ära, weil Klaus Böger fast 30 Jahre sich für Sport interessiert hat, für den Berliner Sport und die Sportpolitik, schon als Abgeordneter, als Sportsenator, jetzt als Präsident des Landessportbundes. Und viele Initiativen sind auf ihn zurückzuführen. Neben Thomas Härtel wurden Eberhard Heck für Rechts- und Satzungsfragen, Jendrik Grundlach für Sportinfrastruktur und Carsten Finger für Leistungssport neu in das LSB-Präsidium gewählt. Auch die moderne Fünfkämpferin Lena Schöneborn wurde ausgezeichnet. Sie erhielt die Sportplakette des LSB in Gold. Das ist die höchste Auszeichnung, die der Landessportbund vergibt. Mittlerweile hat die aus Bonn stammende und erfolgreichste Fünfkämpferin aller Zeiten ihre Karriere beendet. Ich freue mich umso mehr, dass ich dann dennoch, dass ich eine Zugezogene bin, mit dieser Auszeichnung jetzt hier nach Hause gehen darf. Auch Berlin-Marathon-Gründer Horst Milde erhielt die Sportplakette in Gold. Der bisherige LSB-Direktor Dr. Heiner Brandi verabschiedete sich in den Ruhestand.